Herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 am Montag, heute mit diesen Themen. Die Brauchtumsmesse, das Faschingswecken, eine Preisverleihung im Rahmen von Kärnten radelt und ein Besuch im Kindergarten St. André. Rund 25.000 Besucher lockte die Familien- und Brauchtumsmesse am Wochenende nach Klagenfurt. Eröffnet wurde sie von Landeshauptmann Peter Kaiser, Landeshauptmann-Stellvertreterin Beate Prettner sowie den Landesräten Sarah Schaar und Martin Gruber. 14 verdiente Persönlichkeiten wurden dort mit dem Titel Botschafter der Volkskultur geehrt. Pünktlich am 11.11. um 11.11 Uhr wurde in Klagenfurt der Beginn der Faschingszeit eingeläutet. Bei der Familien- und Brauchtumsmesse übergab Landeshauptmann Peter Kaiser die Insignien an die neue Faschingshauptstadt Spital an der Drau. Im Landhaushof nahmen die Weidmannsdorfer Narren den Stadtschlüssel entgegen. Sie soll dazu motivieren, im Alltag, in der Freizeit und auch am Weg zur Arbeit das Rad zu nutzen. Die Kampagne Kärnten radelt. Kürzlich zeichneten die Landesräte Martin Gruber und Sebastian Schuschnigg jene Vereine und Unternehmen aus, die heuer am meisten Kilometer zurückgelegt haben. Insgesamt wurden 1,3 Millionen Kilometer geradelt. Einen besonderen Gast begrüßten kürzlich die Kindergärten in Eidweg und St. Michael im Lavanttal. Bildungsreferent Landeshauptmann Peter Kaiser. Bei seinem Besuch informierte er über das neue Kärntner Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz, das künftig viele Erleichterungen bringen soll. Für die Kinder gab es Geschenke. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag und würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.